herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2. In der letzten Folge sind wir mit dem AGG 300 gefahren, also den alten, und habe aber während der Fahrt einfach beendet, weil mir das Kühlwasser auf dem Arsch ging. Nun, heute fahren wir Elektro. So. Zack, Zeff rein. Da raus. Ach, geil. So, Digga, das liebe ich. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken. Wo ich denn hier hin muss. A und B. A und D. Die 11. Bessere Frage, wo muss ich überhaupt hin, damit ich Fahrplan starte? A, B, C, D. Okay. Ich muss da ran. Da müssen wir einmal wenden, ist das Ding. Digga, das Ding hat so viel Power unterm Arsch. Digga, wenn's mit Lenkrad mal wieder geht. Digga, dann wird das geil. Besonders dann, wenn ich mal Gäste habe, wie hoffentlich Neumar wieder. Bald, irgendwann. Ich weiß es noch nicht. Geil wär's, wenn er mal wieder zu mir kommt. Nun ja. So. 91.06. Nee. Nehmen wir einen anderen. Ist mit ihm hier aus. Der ist auch erst von da weg. Das ist der D. Den brauchen wir nicht. Was bist du? Du bist auch ein D. Was bist du? Du bist auch. Ah ne, du bist ein C. Ah, du fährst auch am Arsch der Welt. 35 über die Abfahrt. Digga, als ob die alle erst von dort wegfahren. Die Uhrzeit. Ah, D. C. Da. So. Zack. Nehmen wir. So, Ibis ist hier oben, Route 05. Anzeige funktioniert nicht. War klar. So, schalten wir vor auf 54. Bam. Irgendwo rein. Nö. Und let's go. Das Ding ist, die PS, die der unterm Arsch hat, werden sich gleich zeigen. Ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube, irgendwas im Skript steht mit 90.000 oder so. So, und let's go. Also das geht auf jeden Fall schneller, wie man sehen kann. Digga, 104. 110. Ups. Okay, das Ding hat dämpftig PS unterm Arsch. Also hat richtig viele PS unterm Arsch.
Das Geile am Solaris ist halt, du machst Tür auf, machst den hier, kannst direkt weiterfahren. Das finde ich halt so geil am Solaris. Ist der Blinker jetzt tot? Nee. Oder? Nee, so nicht. Man merkt halt richtig, dass das Ding Power unterm Arsch hat. Da, alleine aus der Kurve raus. Alleine aus dieser Kurve raus, was das Ding auf einmal da zieht. Oh. Habe ich jetzt kurz nicht geguckt. Deswegen eher mit Lenkrad, weil dann kann ich nämlich trotzdem ABS durchdrücken mit Maus. Fehlen die zwei letzten, damit ich durch, also fehlen 2%, dass ich auf ABS-Bremse noch durchkomme. Digga, allein dieses Tacho, was auf einmal da richtig Gas gibt, Alter. Das Ding hat mehr Bremskraft als wie mehr voll, also mehr Gaskraft. Ist also mehr Gas nach vorne als wie auf der Bremse. Da ist gerade grün. Und da ist ein Hubbel. Das tut weh, wenn man da drüber knallt. Man sieht richtig, was für eine Kraft das Ding hat, weil guckt einfach mal, wie sich das Ding nach vorne neigt. Wartet. Da, wie sich das Ding einfach nach vorne knallt. Da. Das Ding hat Kraft unterm Arsch. So. Oh. Pff. Wir sind ein bisschen zu früh. Halleluja. Wir sind zu schnell, eher gesagt. Woran das wohl liegen kann. Wohin? Gerade. Ist überhaupt C? Ja. Hallo, ich drücke F1. Was machst du? Digga, drei Kreisverkehre hintereinander, was ist denn das? Piss dich! Warte mal, okay, da drauf. Und go. Digga, texting and driving. Trifft uns. Weil man eigentlich nicht einfach eine Straße nach links bauen kann, nee, muss man irgendwie so einen Abkürzer hier nehmen.
Verstehe ich auch nicht. So. So. Ja. Digga, fahren wir sind. Digga. Der braucht selber so viel Platz mit seinem Gelenk, Alter, obwohl ich ohne Gelenk mehr. Ich rede nicht weiter, weil ich gerade gemerkt habe, dass dieser Satz, ja, keinen Sinn ergibt. So. Prochain arrêt, PM Suite Thalès. Correspondance avec la ligne 9110. Egal, als ob die Karre so viel Platz braucht. Digga, warum fahre ich überhaupt diese Map, wenn ich weiß, dass da keine Leute einsteigen? Prochain arrêt, École nationale supérieure des techniques avancées Moulins Sud. Correspondance avec la ligne 91.